Herzlich willkommen, Boys and Girls. Diesmal auch mal wirklich gegen einen OP03-Charakter. Katakuri. Vermutlich der stärkste neue Leader in OP03. Wir haben diesmal unsere Perona, das heißt, wir können das volle Potenzial von Dofi mal testen. Zumindest von Dofi mit Ivankov. Ja, Katakuri ultra strong, die ganzen Trigger. Schwierig einzuberechnen. Und vor allem sind dann die 7er Big Mom und die 12er Big Mom einfach solche Game Changer, die so schnell dann die Situation einfach drehen können. Gerade wir als Blau können nichts machen, aktuell noch in OP03. Das heißt, wir werden diese Big Moms nicht los. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form früh Druck aufbauen. Das kam wiederum Dofi sehr gut. Das heißt, wir nehmen direkt mal sein erstes Schild weg mit 3 Don. Das wird er vermutlich nicht blocken. Und ich sage euch, wenn Leute diesen Angriff blocken, dann verlieren die meistens. Wir haben ja noch 2, 3 Handkarten, das ist zu wenig. Okay, er nimmt, wie erwartet, das Schild. Wir haben eine Boa draußen. Handkarten ausgeglichen, Schild ausgeglichen. Noch alles im Lot, aber ja, vor Katakuri. Da habe ich schon Angst, wenn ich sehe, dass ich gegen ihn spiele, bin ich ganz offen. Ja, der Sanji, ziemlich starke Karte. Auch in jedem gelben Deck dabei. Zumindest wie ich es jetzt bisher gesehen habe. Das blocken wir. Die Boa, da nehmen wir auch gerne mal 2 Karten, weil wir können einfach nächste Runde mit ihr angreifen. Und dadurch wieder eine Karte ziehen. Und er muss dann wieder einen Angriff gegen sie verschwenden. Okay, für 7000. Ja, wir blocken wieder. Selbes Prozedere. Ich glaube, keine andere Karte würde ich so deffen wie Boa. Aber dadurch, dass sie den Card Draw wieder hat, passt das jetzt zweimal hier zu. Ist schon okay, ne? Er hat jetzt, ihr seht ja, sein ganzes Don diese Runde dafür verbraucht, nichts auszuspielen. Er hat nichts zerstört. Dadurch hat er Handkartenvorteil. Und diesen Handkartenvorteil, den holen wir uns jetzt durch Boa ja wieder, ne? Also ist schon okay so. Ja, wir haben nichts zu spielen, aber einen Don angelegt und einen Crocodile ist doch eigentlich ganz nice, würde ich sagen. Das heißt, hier hat wieder 2 Handkarten abgeworfen. Mal gucken, ob er das nochmal macht. Wir ziehen. Ja, es ist ein bisschen schade, weil an sich hätten wir gerne den Crocodile einfach mit Ivankov beschworen und lieber jetzt was anderes. Aber wir hatten nichts anderes, also unseren 2000-Abwurf wollen wir natürlich nicht verschwenden. Hier, sehr, sehr schöne 1000. Nehmen wir gerne. Und jetzt die Fragen der Fragen. Ja, es ist sehr schwierig. Sagt gerne mal, was ihr da macht, ob ihr lieber euer Life trasht oder dem Gegner einen Life gibt, weil letztendlich, wenn man sagt, den Gegner gibt man Life, dann ist das so ein bisschen wie der Gegner sagt, er zieht eine Karte. Ne? Das kann man schon fast so sagen. Es ist noch ein bisschen stärker, weil es mehr oder weniger einen Angriff von uns blockt. Also eher eine Karte ziehen und block einen Angriff, weil er hat ja dann nicht weniger Schilde. Ist okay. In dem Fall habe ich jetzt getrasht, weil ich will es einfach schnell beenden. Ich glaube, insgesamt, wenn ihr blau spielt, ist es sinnvoll und ihr so viele Schilder habt wie in dem Fall, das ist einfach trashed, das Schild. Weil ihr wollt ja gewinnen und wie gesagt, diese Big Mom, die werden wir sehr wahrscheinlich nicht los. Und die nächste Big Mom noch viel weniger. Also das heißt, desto später das Game wird, desto unmöglicher wird es für uns zu gewinnen. Deshalb dachte ich, hier in dem Fall all in. Wir trashen unser eigenes Life. Okay. Probiert halt unseren 7000er wegzubekommen. Ich glaube, da macht er jetzt hier Fehler. Er hätte live angreifen können. Aber hat sich nicht getraut. Und so hat er wieder nichts geklärt. Und hat noch Katakuri. Nochmal angreifen wahrscheinlich.
Das können wir wieder blocken und mit unserer Ivankov können wir nächste Runde auch wieder Karten ziehen. Das ist ja auch die Möglichkeit. Ja. Das blocken wir. 2000er Abwurf. Ja, nicht nur, dass sie Ivankov hier beschwören kann, sondern in solchen Phasen auch sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt noch eine Karte ziehen, die weniger als 3 Mana kostet, können wir sogar richtig viele Karten ziehen. Ja, war klar, dass wir eine 7-Mana-Karte ziehen. Das ist aber auch interessant, ne? Oh, damit könnten wir auch die Big Mom zurück auf die Hand geben. Mit dem Doofi hier. Interessante Karte. Also erstmal 2 Don anlegen, angreifen. Karten loswerden. Einfach Handkarten loswerden, ne? So, das Ding ist, dass wir jetzt gar nicht so viel Platz haben. Okay, doch, einen Ivankov können wir schon spielen. Doch, wir haben ja für beides gleich viel Platz. Genau, erstmal wieder angreifen, bevor wir uns einen 7er-Drop spielen. So, und ich glaube, der hier ist es. Weil die Big Mom ist kein 1000er Abwurf. Wer weiß, wie viele Big Moms er gerade in der Hand hat. Ne? Vielleicht kann er sie gar nicht nochmal ausspielen. Das ist gerade eine gute Karte, der Don Flamingo. Der macht hier gerade einen guten Job. Weil das Ding ist, was man sich hier fragt, er hat halt hier viele Handkarten, das ist sein Weg zu gewinnen. Ne? Wir haben eine Handkarte. Gerade unsere größte Schwachstelle. Er kann einfach solche Angriffe machen und wir können nichts tun. Ne? Das ist genau der Vorteil, den er hat. Nutzt er gut aus. Und er gibt auf. Okay, anscheinend hat er keine Chance gegen drei 7000er. Von daher, GG's. So spielt man gegen Katakuri. Bringt eure 7000er raus. Gibt die Big Moms zurück auf die Hand. Tut euer eigenes Schild trashen und nicht dem Gegner einen Life geben. Dann macht ihr in Zukunft mit Doofy Katakuris fertig. Von daher, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.